jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse, horse. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, meine Freunde. Und ja, heute für euch ein Unboxing, aber natürlich nicht ein normales Unboxing, sondern ein Weihnachts-Unboxing, Leute. Wer hätte gedacht, heute ist Weihnachten und deshalb dachte ich mir, ich packe jetzt extra für euch hier meine zwei Pakete aus, die was ich vom lieben Weihnachtsmann bekommen habe. Einmal hier von Needle und einmal hier von DHL. Und ich würde sagen, ich habe absolut keine Ahnung, was da drin ist. Ich weiß nur, dass es irgendwas mit Feuerwerk zu tun hat und mehr nicht. Und würde ich sagen, fangen wir hier oben mit dem kleineren an. Ich bin echt mega gespannt, was da drin ist. Und ja. So. Die ist sehr schön verpackt hier. Leute, Leute. Was hat sich der Weihnachtsmann dabei gedacht, ey? Reißen wir einfach mal mittel durch. Okay. Müssen wir schon mal was wegnehmen, was man nicht sehen soll. Ui. Oh mein Gott, wie geil. Oh mein Gott, ey. Da hat sich der Weihnachtsmann auf jeden Fall sehr schöne Sachen einfallen lassen. Ich würde sagen, fangen wir direkt mal an. Und zwar mit was richtig geilem. Und zwar von Weco 8-fach Kanonenfeuer, so Kanonenschläge. Richtig geil. Vielen Dank dafür, lieber Weihnachtsmann. Ich bin ja nicht so der Böller-Liebhaber, aber wenn ich natürlich Böller kriege, dann sage ich natürlich nicht nein. Boah, Alter, was ist das? Richtig geil. Oh mein Gott, nice. Dann haben wir einmal die guten Weco Flashbangs. Kann man auch nie genügend haben. Vielen Dank. Freue mich auf jeden Fall auch. Machen auf jeden Fall einiges her. Ah ja, bin ich geöffnet worden. Oh, was haben wir hier Feines? Und zwar Knallfrösche von Nico. Auch richtig schön. Das sind wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das ältere sind. Hoffentlich sind es ältere, weil die aktuellen Knallfrösche sind ja, kann man richtig die Tonne treten. Dann haben wir hier auch was Schönes. Und zwar einmal Reibkopfknaller von Phoenix Feuerwerk. 20 Stück, schön verpackt hier noch, eingeschweißt. Sehr schön. Auf jeden Fall mag der Weihnachtsmann Böller, denke ich mal, weil hier sind so viele Böller drin. Krass. Dann geht es weiter hier mit ein paar Kupis von Weco Feuerwerk. Gibt es, glaube ich, im Lidl immer jedes Jahr 6 Stück. Sind auf jeden Fall auch ganz nett. Oh ja, da ist ein paar richtig geile Sachen drin. Ich würde sagen, jetzt noch mal ein bisschen was anderes. Und zwar wahrscheinlich mein Highlight hier in dem Paketchen. Und so war es richtig geil. Und zwar die Poison von Weco Feuerwerk. Man sieht schon, der Weihnachtsmann, der kommt nicht aus dem Süden, sondern aus dem Norden. Weil im Süden heißt der Artus. Auf jeden Fall richtig geil, dass ich hier noch eine Batterie kriege. Ich werde mir dieses Jahr nicht so viele von denen holen, weil die hier 1 Euro teurer geworden sind. Und die Bloody Mary 1 Euro billiger. Und deshalb werde ich mir wahrscheinlich eher die Bloody Mary öfters mal mitnehmen, anstatt die Artus. Auf jeden Fall richtig geil. Vielen Dank dafür. Ich feiere die Batterie. Ja, ich feiere allgemein Batterien. Oh, jetzt haben wir hier richtig viele Böller. Oh mein Gott. Alter, wie viele Böller sind das? Kann ja richtig rumknallen. Und zwar hier. Von wem sind denn die? Steht jetzt gar nicht drauf von wem. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hier 4 Packs D-Böller in dem Design. Ich glaube, das ist auch von Ding, der heißt. Von Phoenix. Oder? Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall 4 Packungen D-Böller. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, von wem die sind. Kann jetzt hier nichts drauf erkennen. Ah, doch, von Komet, oh Gott. Von Klomet, jetzt gedacht. Ja, 4 Böller. Das Design habe ich noch nie gesehen. Dann haben wir hier 3x D-Böller. Von, nochmal von Klomet. Nein, natürlich von Komet, meine Freunde, aber ja, Komet bin ich ja nicht so der Fan von. Auf jeden Fall hier nochmal 3 Packungen. Richtig geil, vielen Dank. Oh. Haben wir eine geöffnete Packung? Ah, hier ist schon eine geöffnete Packung von Komet D-Böllern. Oh, was haben wir hier? Oh, oh Gott, das gefällt mir. Und zwar Superböller 2 von Komet.
Ich glaube, die knallen ordentlich. Zuckerböller sind ja an sich eigentlich immer relativ geil. Von Panda wäre nice, aber komisch, glaube auch nicht schlecht. Jetzt haben wir hier was richtig Geiles. Oh, ich feiere Leuchtsortimente, Leute. Und zwar einmal von Phoenix, das hatte ich noch nie, das Flashdance. Hier richtig schöne Fontänen drin, Mini-Röli und Vulkan und lauter Kleinzeug. Auf jeden Fall richtig geil solche Leuchtfeuerwerkssortimente. Ich mag die extrem. Und ja, das werde ich auf jeden Fall an Silvester zum Vorfreude steigen. Vielen Dank dafür. So, dann haben wir hier von Kellerfeuerwerk ein 12-Schuss-Röli. Schönes normales Röli. Bocken auf jeden Fall auch. Weiter geht's hier mit Fireflyer von Nico Feuerwerk. Solche Sonnenvögel sind auch ganz nett wahrscheinlich. Und ja. Und jetzt haben wir, was haben wir noch? Oh, nochmal von Komet. Und zwar Kanonschläge. 3 Riesenkanonschläge. Auf jeden Fall auch ganz nett. Vielen Dank dafür, lieber Weihnachtsmann. Das war's auch schon mit dem Paketchen Nummer 1. Dann kommen wir direkt mal zum Paketchen Nummer 2, das was ein bisschen größer ist. Da bin ich richtig gespannt, Leute. Weiter geht's. Natürlich hier auch wieder sehr schön verpackt hier mit Panzerklebeband. Gut, das ist leider so geschneidet. Einmal hier. Einmal hier. Und einmal in der Mitte. So. Oh. Da war der Weihnachtsmann hier sehr kreativ. Oh, richtig schön gemacht, Leute. Richtig geil. Alter, das ist ja heftig, Leute. Ist verpackt worden, ich. Oh mein Gott. Holen wir das mal raus. Oh Gott, das ist mein ganzes Zimmer voller deine Teile da. Ich fahre hier richtig schön mit dem. Alter, Leute, guckt euch das an. Hat sich ja jemand richtig Mühe gegeben. Vielen Dank, ich werde jetzt mal kurz reingucken. Oh, jetzt habe ich ein bisschen kaputt gemacht. Muss kurz selber lesen. Vielleicht kann ich es euch zeigen, vielleicht auch nicht. Oh, da steht ein schönes Gedicht drauf, Leute. Alter, Leute, was ist denn das gemacht worden? Ey, wie richtig geil. Ich lese mal kurz vor hier. Lieber Pyroli-Baba. Wer zündet so spät in Nebel und Wind, es ist ein Pyro, der die Lunte nicht findet. Das Zündlicht in der Hand erhält, will mit seinem Feuer erhellen die Welt. Als ob das nicht der Weihnachtsmann sich selber ausgedacht hat. Ihr Zuschauer, was verbergt ihr euer Gesicht? Seht ihr denn die Feuerblumen nicht? Die Feuerblumen mit Sternen und Schweif, doch sie sehen nur einen Nebelstreif. Ihr Feuerblumen tanzt mit mir, gar tolle Effekte erzähle ich hier. Manche bunte Peonies sind am Firmament. Das Publikum jetzt vor Begeisterung brennt. Hey Pyro, hörst du nicht, was das Publikum dir frenetisch verspricht? Bleib ruhig und zünde weiter im Takt, dann ist das Feuerwerk ein gelungener Akt. Ihr Zuschauer, seht ihr dort das Himmelsspektakel an diesem Ort? Du Pyro, ich sehe es genau, es explodieren die Grossetten in Blau. Den Pyro juckt's in den Fingern, der zündet geschwind, die Bomben fliegen hoch im Wind. Erreicht das Finale mit Blitzer mit Gold, so wird er dem schlechtesten Publikum hold. Frohe Weihnachten, allzeit guter Schuss wünscht dir der Weihnachtsmann. Auf jeden Fall vielen lieben Dank hier. Richtig geil, auch das Papier, Leute, das ist so ein spezielles Papier. Richtig krass, hat sich auf jeden Fall jemand richtig Mühe gegeben. Und auch schon, Alter, wie ist denn das verpackt, ey? Oh mein Gott. Ich würde sagen, packen wir das Paketchen mal aus. Weil ich das wusste, hätte ich das. Naja, egal, hätte ich das aus Thumbnail gepackt. Nicht wundern, warum der Lidl-Karton auf dem Thumbnail ist. Egal, ich wusste nicht, dass es hier so schön verpackt ist. Oh mein Gott. Das ist wie ein richtiges Geschenk, ey. Alter. Reicht mir einfach mal auf. Und da komme ich schon zum nächsten. Man sieht schon hier, Vorsicht Glas. Ist natürlich Glas drin. So, weiter geht's. Reißen wir das auch mal hier auf. Auf jeden Fall auch sehr gut verpackt. Oh, ich hab fett reingeschnitten. Nummer 1. Und. Oh,
Sehr schön. Oh, da sind ja ein paar richtig schöne Artikel dabei. Ihr seht jetzt schon einiges. Dann würde ich sagen, quatschen wir auch nicht lange rum, sondern fangen wir mal an. Und zwar hier mit Luftheuler von Xplode. 24 Stück. Weiß nicht, wie gut die sind. Ich denke mal nicht so gut wie die Funke, aber an sich wahrscheinlich auch nicht schlecht. Dann haben wir hier einmal Luftpfeifer von Leslie, K1, Luftheuler, sehr schöne, geile Teile. Und auf jeden Fall auch einiges Spaß. Oh, was haben wir hier? Ich habe keine Ahnung, was da drin ist, Leute, also wundert euch nicht. Oh, Satelliten, komplette Packung. Ja, da sind ein paar Satelliten drin, auf jeden Fall habe ich auch nicht so gesehen. Dann habe ich die Satelliten immer einzeln bekommen. Auf jeden Fall auch ganz nice. Dann weiter geht's. Alter, was ich das? Eine Aladdin-Lampe. Die war ja schon. Oh. Ah, ne, das wollte ich jetzt nicht. Die ist auch schon ein bisschen kaputtisch, aber egal. Auf jeden Fall sieht das richtig geil aus, Leute. Zündet man wahrscheinlich oben an, dann dreht sich das irgendwie von Nico. Habe ich noch nie gesehen, Leute. Richtig schön. Bin ich mal gespannt. Weil ich zünde die ja gar nicht, sondern stelle die nur aus, weil die so geil aussieht. Mal schauen. Dann haben wir hier einmal Moskitos, 2 Stück. Und einmal hier so Sum-Sum-Ding von Pyroart, genau. Auch solche kleine Fliegerchen. Richtig schön. Hier ist ja so viel Kuschelzeug drin. Da dauert das Unboxing mehr lang. Also sorry dafür. Ich hoffe, es gefällt euch, Leute. Und dann haben wir einmal Schocker. Richtig geile Teile. Von Vico. Boah, hier mit alten Zeichen. Richtig schön für 3 Stück. Ja. Ich weiß gar nicht, mit was wir weitermachen sollen. Ist ja so viel Zeug drin. Dann haben wir was richtig Geiles, und zwar ein paar Crackling-Schnüre. Richtig geile K1-Schnüre, die sind extrem laut. Machen auf jeden Fall auch sehr viel Spaß. Was ist das? Dann haben wir hier von Keller irgendwas, ein römisches Licht. 8 Schuss von Keller. Keine Ahnung, was das kann. Oh mein Gott, ey, was ich da drin, Leute. Das ist ja eine Gruselküche, das gibt's gar nicht. Dann haben wir einmal von Pyromax auch ein römisches Licht mit 5 Schuss. Bisschen dicker, wahrscheinlich dickere Schüsse. Sehr geil. Ich würde sagen, jetzt holen wir mal die ganze Flieger da raus. Oh, wow. Das sind ein paar richtig geile Sachen drin, Leute. Richtig schön viel Leuchtfeuerwerk. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir einmal einen Turboflyer, hier mit VPI-Logo von Moog Nico. Richtig geil. Dann hier ein Feuervogel von Keller. Auch sehr schön. Dann von Nico ein Turbowirbel. Und von Xplode ein, auch so ein Vogel. Ich weiß gar nicht, ob es der mit Crackling ist. Ein bisschen aktuell ist, ich kenne mich mit Vögeln ehrlich gesagt nicht so aus. Aber er sieht auch ganz nice aus. Packen wir das mal weg. Alter, das ist ja nicht mehr normal, was er mir hier reingepackt hat, der Weihnachtsmann. Boah, richtig geil. Auf jeden Fall haben wir einmal 2 Space Twister. Sehr geil. Steht extra schön fett oben drauf, dass man weiß, wie man es hinlegen soll. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Dann haben wir einmal, boah, was richtig geiles. Hatte ich auch noch nie. Eine Strahlensonne von Feistel. Richtig geil. Die steckt man so an einen Baum oder einen Mast hin und dann dreht es sich so schön. Boah, jetzt holen wir mal hier was Fetteres raus. Oh mein Gott, was ist da? Alter, wie viel Leuchtfeuerwerk, wie geil. Und zwar ein Skywalk. Ach, das ist ein Ding, ein Bombenrohr. Ein Schuss New Spirit von Leslie. Keine Ahnung, was es kann. Auf jeden Fall soll ich das vielleicht hier unten ein bisschen hinkleben wieder, dass es gescheit hebt. Auf jeden Fall auch richtig geil. What the fuck ist da drin, Leute? Shit! Das ist ja nicht mehr normale, Leute. Was geht ja ab? Dann haben wir einmal. Da fehlt auch der Standfuß. Big Flashing Thunder von Veko. Einmal in Blau, einmal in Rot. Das sind so schöne Bombenrohre. Dann haben wir. Oh. Standfüße, die heben halt echt nicht gut. Die sollten mal ein bisschen besser befestigt werden. Einmal eine Silvesterfontäne von Komet und hier eine Luftikusfontäne von Veko. Also da werden auf jeden Fall einige Videos kommen hier mit den schönen Fontänen. Ich habe dieses Jahr auch und habe mir dieses Jahr auch sehr viel Leuchtfeuerwerk bestellt, weil ich finde es einfach richtig schön immer. Lieber weniger Böller, dafür mehr Leuchtfeuerwerk. Dann haben wir hier von Feistel 4 Fontänen.
so Goldrauschfontänen heißen die, genau. Ich weiß nicht, ob das die alten sind, die neuen, ich kann es nicht unterscheiden. Ich glaube mal, die alten, die haben eine längere Brenndauer, aber dafür nicht so eine große Ausbreitung. Wenn ich mich nicht täusche. Ich komme nicht drauf klar. Dann hier haben wir so ein, wie heißt's? Schon eine Fontäne, so eine kleine Fontäne, lila, die was man in der Hand heben kann. Die ist ganz geil zum Bilder machen. Dann haben wir hier zweimal Nico Flashbang. Das sind die alten. Leute, wie lange ist denn die Zündschnur hier? Auf jeden Fall richtig geile Teile, die man richtig lernt. Sehr geil. Weiter geht's. Wieder zwei Schokolino. Oh, geil, was da drin ist, Leute. Oh, richtig geil. Alter, ich muss es einfach rausholen. Und zwar hier einer meiner Lieblingsartikel. Und zwar Keller Klabornemann. Davon habe ich zwei Displays noch eingeschweißt. Und ich will die nicht zünden, weil ich die Displays nicht aufreißen will. Jetzt habe ich aber welche zum wieder zünden. Auf jeden Fall richtig geile Teile. Die waren ja früher K1. Richtig geil. Keller Klabornemann. Nice. So, weiter geht's. Mit Sputnik Panda. Es müsste Panda sein, ja. Sputnik Panda, zwei Vulkane. Keine Ahnung, was die können. Werden dann Videos folgen von den ganzen Leuchtfeuer-Sortimenten und Artikeln. Dann haben wir hier, was haben wir denn hier? Ah, wieder eine Sonne. Prachtsonne von Komet. Ich dachte, das wäre ein Röhli, aber hier sieht man, hier kann man das wieder auf einen Nagel oder irgendwo ranhängen und dann dreht sich das wieder richtig schön. Jedenfalls richtig geil. Sonnen habe ich selber noch nie gezündet, muss ich echt zugeben. Dann Hydro-Unit, eine Cat-1-Fontäne. Hydro-Unit war, glaube ich, Redditor-Pack von Leslie. So. Dann hier ein Big Flash und Fanta Gelb haben wir noch im Schlüssel von Weco. Alles ist ja nicht normal. Dann ja wieder zwei Fontänen. Einmal rote Begonien-Fontäne von Komet und eine Nico Gold Glitzer-Fontäne. Muss ehrlich sagen, ich habe die ganzen Fontänen, ich habe keine Ahnung von den Fontänen, da bin ich echt gespannt, wenn ich die alle mal zünd. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sieht geil aus. Dann einmal hier auch was richtig geiles, Junior Chico von Weco. Schön alte Chico-Fontänen, die feiere ich extrem. Die haben richtig lauten Pfiff und sind auch richtig schön. Die machen auf jeden Fall auch einiges. Ja, ich würde sagen, komm, ich muss es einfach tun. Was ist das bitte, Leute? Was ist das? Thunder King Extra Top Selection. Alter, was? Das sind Bombenrohre auf jeden Fall. Niederländische Bombenrohre, ich habe keine Ahnung, ey. Richtig geil, da muss ich mal, glaube ich, den Weihnachtsmann fragen, was das ist. Schreibt es mal, ihr könnt es ja gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Was ist das? Ich habe das noch nie gesehen. Was hat es mit den Bombenrohre aus sich? Sind die gut, sind die schlecht? Ich denke mal, die sind richtig gut. Auf jeden Fall habe ich noch nie gesehen, das Design und die Bombenrohre. Da bin ich echt extrem gespannt. Ich glaube, das ist sogar das Highlight hier in der Kiste. Oh, da haben wir noch was Schönes. Super Böller A. Schönes alte VPI-Logo und auch von Feistlier. Richtig schön, die sind fast zu schön zum Zünden. Die werde ich wahrscheinlich in meine kleine Vitrine reinlegen. Dann haben wir hier, eine Doppelknall-Bombenrohre. Richtig lustige Dinge, da bleibt immer der Standfuß stecken und das komplette Teil hier fliegt nach oben. Richtig lustige Teile. Dann haben wir nochmal eine Junior Chico und eine Mini Chico von Nico. Dann haben wir hier einen Thunder Kong Max von Leslie. Oh, hier sind noch zwei Standfüße, genau. Die muss ich nachher dann wieder ranstecken an die Artikel, die wir es verloren haben. Oh, was ist das? Das sind ja richtig geile Artikel hier drin. Da haben wir einmal Magma von Spooky Feuerwerk. So zwei Vulkane, glaube ich. Auf jeden Fall sieht auch richtig geil aus. Hatte ich auch noch nie. Bin ich auch sehr gespannt. Dann hier auch. Ah, die hatte ich mal von Panda. Solche Vulkane. War auch richtig schön. Oh, ich habe richtig Bock, an Silvester ein paar Touren zu drehen. Hier mit dem ganzen Leuchtfeuerwerk. Das ist ja mal richtig geil. Was ist hier drin, Leute? Oh Gott. Dann hier nochmal ein römisches Licht vom Keller. Das hatten wir vorher schon mal so eins. Auch 8 Schuss. Dann hier auch wieder so eine Goldrauschfontäne. Nochmal eine Goldrausch. Nochmal ein Nico Flashbang. Was haben wir hier noch? Oh Gott. Egal, warte, ich hol mal die Defender raus.
8, wenn er kommt. Dann haben wir 3 Defender-Bombenrohre, Nummer 2, Nummer 1 und Nummer 1. Auf jeden Fall richtig schöne Bombenrohre. Macht man auf jeden Fall nichts falsch. Dann haben wir, was ist das? Ach, nochmal Satelliten von Nico Feuerwerk. Richtig schön verpackt hier. So sehen die aus. Weiter geht's hier. Ich hole mal die Bölle hier raus. Und zwar Bo-Piep-Böller. Schöne D-Böller von Nico Feuerwerk. Sind glaube ich auch fast so schön zum Zünden. Dann haben wir einmal hier auch was richtig schönes. Fire Event D-Böller. Boah, richtig schönes Logo, Leute. Richtig weihnachtliches Logo irgendwie. Boah, Alter, das Unboxing geht richtig lang, Leute. Wir sind jetzt schon bei 20 Minuten. Ich hoffe, ihr habt zu lang durchgehalten. Dann hier nochmal ein Space Twister. Richtig geile Teile. Ich weiß nicht, es sind, glaube ich, die mit Zerleger, wo hochfliegen und dann oben Zerleger haben. Nochmal so ein 8-Schuss-Röli. Da bin ich echt gespannt auf die Teile hier. Dann hier was richtig Geiles. Da habe ich auch noch ein halbes Display voll, und zwar Faceless Star Kids. Nicht wundern, das ist kein Fehler in der Kamera, das ist mit Absicht so verzerrt. Auf jeden Fall richtig geile Fontänen, waren ja auch im Cut 1 Bereich. So sehen die aus. Die machen auf jeden Fall auch richtig viel Spaß, haben eine schöne Brille, aber. Dann hier, oh, die, da packt der Weihnachtsmann mir einfach so eine Packung hier ein. Leslie Creepers heißen die, glaube ich. Das sind so kleine Bodenwirbel. Die gehen dann alles so auseinander. Richtig lustige Teile. Dann hier ein Silberglitzerfontäne von Komet. Sehr schön. Dann hier auch nochmal eine Silvesterfontäne von Komet. Dann hier nochmal Big Flashing Thunder. Diesmal lila. Ich glaube, jetzt haben wir dann alle Farben durch. Dann ein Thunder Kong Whistling. Oh, sehr schön. Hatte ich auch noch nie. Freue mich auf jeden Fall. Dann gute Keller Powerballs. Sind, glaube ich, ältere. Richtig schön. Dann haben wir einmal einen Nico Vesuv. Bin ich auch sehr gespannt, Leute. Das ganze Leuchtfeuerwerk, wie schon gesagt, hatte ich ja noch nie. Dann hier, oh mein Gott, was ist das? Ein Veko-Vulkan. Boah, das ist ja richtig, das ist richtig gute Verarbeitung, Leute. Da bin ich echt gespannt. Der kommt da an die Schweizer Vulkane ran. Auf jeden Fall nicht schlecht. Dann hier nochmal Vesuv-Keller. Ein bisschen anderes Logo. Dann haben wir noch ein Konik Fountain Varied Colors von irgendwoher. Keine Ahnung, was für Marke und was für ein Vulkan auf jeden Fall. Hier steht Achtung irgendwie drauf. Sieht auf jeden Fall sehr lustig aus, da bin ich auch gespannt. Von Veko in Alter Vesuv. Auch sehr schön. Dann haben wir einmal Vulkan, römisches Licht. 3 bunte Sterne, römisches Licht, Ausstoß, wie mit einer Kappe von, keine Ahnung, was für Marke, Leute, ihr könnt es ja gerne mal reinschreiben. Auf jeden Fall hier mit so einer Kappe, wo man dann anzündet und dann 3 Schuss irgendwie hat, keine Ahnung, ey. Dann haben wir noch einmal ein, Brummerkreisel von Kellerfeuerwerk und zu guter Letzt, oh mein Gott, zu guter Letzt Nico Silberregen, klein, auch sehr schön. Und, was ich gerade gefunden habe, ist aber nur ein Nagel drin, Leute. Ja, moin. So, Paketchen Nummer 2 auch leer. Das heißt, ich habe keine Pakete mehr, alles ausgepackt. Auf jeden Fall richtig geile Sachen, was ihr bekommen habt. Mein Zimmer ist hier wieder jetzt komplett voller Feuerwerk. Vielen Dank natürlich an den Weihnachtsmann für die ganz vielen verschiedenen Artikel. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, die zu zünden. Vor allem so viel Leuchtfeuerwerk, das ist extrem geil. Ich mag ja Leuchtfeuerwerk und da werde ich auf jeden Fall sehr viel Spaß haben. Und jetzt sind wir schon fast bei 25 Minuten, deshalb würde ich sagen, ich wünsche euch frohe Weihnachten, Leute. Genießt die Zeit mit eurer Familie und nicht mehr lange, dann geht's los. Die Vorfreudezeit ist ja schon wieder fast vorbei. Silvester rückt immer näher. Und da würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein und tschüss.